Willkommen zum 19. Kulturischen Adventure der Freien Bühne Jena. Heute mit einer Neuinterpretation des Songs Imagine, untermalt von Gedanken zum Entstehungsprozess durch die Künstlerin Ilse Polakova. Viel Spaß! Das Leben entsteht und wie begrenzt es doch ist, es ist kein Ende in Sicht und wir beschweren zu früh, weil oft unser Handeln über das Werden verfügt. Deshalb begrenze ich mich nicht mit einem schweren Gemüt, lasse Dinge sich wandeln und sagen, werden vergnügt. Ja. Ja, hallo liebes Kulturmchen, hallo YouTube dieses Jahr auch. Was wir gerade gehört haben, waren Ausschnitte von dem Musikprojekt Musik vom Zuhause, was Ende September gelaufen ist. Und ich sitze jetzt hier mit der Organisatorin Susanne, Susi, und zwei der beteiligten Künstler, Yogi und Ilse. Wir wollen ein bisschen was davon erzählen, uns dann noch ein bisschen mehr anschauen und dann haben wir noch mehr Musik am Ende, die daraus entstanden ist. Susi, vielleicht fangen wir mit dir einfach an. Kannst du ein Musikprojekt mit so vielen Teilnehmern, über 50 Musiker, wie hat es überhaupt funktioniert? Kannst du ein bisschen erzählen? Also das war chaotisch, wie du dir vielleicht schon denken kannst. Trotzdem produktiv und kreativ. Nicht immer einfach, aber am Ende dann, also nicht nur am Ende, auch zwischendurch, Gott sei Dank immer durch lustige und gute Situationen bestückt. Also es war natürlich nicht einfach, es waren 53 Musiker insgesamt, dann noch Theatermenschen, Theaterkünstler, die auch dabei sind und die Kommunikation war relativ schwierig, weil es ja die Corona-Zeit ist und deshalb nicht so viel direkter Kontakt stattfinden durfte, auch nicht in großen Gruppen, auch vorher nicht, nicht nur jetzt. Das war manchmal nicht einfach und deshalb lief die hauptsächliche Kommunikation per E-Mail ab, wo ich aber festgestellt habe, das ist nicht das beste Medium. No vayas a la escuela. Porque San Martín te espera. Vos estás tan sola y miras a mi campera. Das sind hier unsere Musiker, die wir eingeladen haben. Yogi hat in der Band Java Syndicate mitgemacht. Wie man aus dem Namen Java schon hört, ne? Yogi ist aus Indonesien. Ne? Und Ilse war in der Band Baltic Wind und ist aus Lettland, ne? Ein baltisches Land, für die, die es nicht wissen. So funktioniert dann auch der Name. Vielleicht könnt ihr auch was sagen. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie war das? Wie war die Zusammenarbeit mit den Musikern untereinander? Ich weiß, Ilse, bei dir, ihr wart drei Letten und Lettinnen und eine ganze Musikerfamilie aus Erfurt. Drei, also ich kann mich nur an zwei erinnern. Es war noch eine Freundin, Bekannte auch aus Lettland, Lena, mit ihrem Mann Friedemann und noch eine deutsche Familie, der Käthe, Marek und Neo und mehr.
Nea und Meo. genau, also wir waren 7 Leute im Projekt und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil alle hatten irgendwie so einen Bezug zum Baltikum, weil Liene kommt da aus Lettland und ihr Mann kennt das und Käthes Familie hatte Ursprung da auch irgendwie in der baltischen Region und alle wussten irgendwie, wie das da aussieht und so. Und die Musikinstrumente haben super zusammen gepasst. Und ja, also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war natürlich auch nicht immer einfach, weil 7 Leute zusammenzukriegen für Proben innerhalb von Corona-Zeit, innerhalb von Urlaubszeit, ist auch nicht so ganz einfach. Aber ich finde, dass es echt schön geworden ist, die 2 Lieder, die wir aufgenommen haben und auch für das Konzert vorbereitet haben. Und zum Schluss auch das Imagine, was... Das hast du schon gespoilert. Ja, jetzt habe ich schon gespoilert. Also das ist schon ganz, ganz schön und ich bin schon sehr stolz, dass ich an diesem Projekt mitmachen durfte. Ja. Du hast gesagt, 7 Leute, Yogi, ihr wart auch ganz schön viele. Ne? Ihr habt mit der, das war ja eine schon bestehende Band. Genau, richtig. Wir haben, Ich bin sehr dankbar, dass ich in den Kulturminister oder in den Programm mitgemacht habe. Bei uns, wir haben mit Vibration Syndicate, die haben schon lange hier in Erfurt, in Thüringen schon gespielt. Das ist eine Ska-Band, ne? Ska-Band, genau. Und dann noch ein paar indonesische Leute von uns auch haben sehr, sehr, sehr begeistert, auch mitzumachen, Musik zu machen aus unserer Region, Indonesien. Und am Anfang war es schwierig, weil wir haben noch keine Erfahrung mit Ska-Musik oder Reggae-Musik. Aber komm, lassen wir uns kreativ, lassen wir uns nochmal denken, was wir für unser Projekt oder unser Programm schönes Lied beibringen. Und dann haben wir doch, denke ich, 2 Lieder gut zu unserem Publikum beigebracht und auch in den Ton aufgenommen. Ich bin sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was die Idee dieses Projektes war, nämlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die hier in Thüringen leben, zusammen mit Thüringer Musikern gemeinsam ein Lied aus deren Heimat aufnehmen. Also vielleicht habe ich dir jetzt vorgegriffen, du wolltest das eh schon sagen, aber ich fand jetzt, die beiden haben schon so schön erzählt von ihren Erfahrungen bei Baltic Wind und bei Java Syndicate, dass das vielleicht noch nicht klar war. Ich dachte, das ist jetzt wichtig noch zu sagen. Also das ist wirklich, die Zusammenarbeit war der Fokus, dass quasi die Erfurter und Thüringer gemeinsam mit den Menschen aus anderen Ländern ein wichtiges Lied aus dem jeweiligen Land einspielen, interpretieren und dann aber auch verständlich machen. Das wäre auch so ein bisschen die nächste Frage an euch gewesen, wie die Zusammenarbeit denn dann war für euch, wie unterschiedlich das war. Also ich weiß, also du bist ja schon sehr, sehr lange in Erfurt. Yogi, bei dir weiß ich es gar nicht, wie lange du schon in Deutschland bist. Ich bin in Deutschland schon ungefähr 6 Jahre. Okay. Aber ich habe noch nie mit deutscher Musik ehrlich? Gemeinsam Musik zu machen. Ich habe meistens nur mit meinen indonesischen Leuten hier in Deutschland oder in Erfurt Musik gemacht. Und das ist auch nur für unseren Kreis wurden gemacht. Aber man weiß ja, Ska ist typisch thüringisch. Ja, da. Oh, das war eine Überraschung. Also Susi hat organisiert, ne? Dass wir indonesische Leute in Erfurt wohnen
und mit Vibration Syndicate Musik machen auf Vibration Syndicate. Und dann habe ich in YouTube geguckt. Oh mein Gott, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Und dann, ach komm, vielleicht kommt was Gutes raus. Und dann haben wir doch probiert und wirklich viele haben gesagt, war gut. Ich durfte es auch sehen Ende September. Es war sehr gut. Es hat viel Spaß. Dankeschön. Also, wie war es für dich, die Zusammenarbeit mit so vielen anderen Musikern, nochmal auch mit einem anderen Background? Ich weiß, die lettische Gesangstradition kenne ich ja nun ein bisschen über dich. Wie war das mit, gibt's da kulturelle Unterschiede oder würdest du sagen, Musik ist eigentlich immer gleich und super? Ich denke, Musik ja ist irgendwas, was ohne Sprache funktioniert, ohne Kultur funktioniert und ich denke, bringt viele Leute zusammen. Das hat bei uns auch gut geklappt. Also ich habe am Anfang ein paar Lieder vorgestellt und dann haben wir irgendwie zwei ausgesucht, die gut funktionieren könnten, die auch ausprobiert und wir waren uns da immer einig, was dann zum Schluss entstehen soll. Später, ich weiß nicht, ob wir dann jetzt schon zum Imagine kommen. Nein, du möchtest immer Imagine singen. Also wir singen später noch Imagine, nicht wir, ja, also das ist auch besser so, aber... ¡Bienvenidos a Latinoamérica, mi gente! ¡Dale! Bienvenido a mi casa. No hay mucho, pero alcanza. Vielleicht eine Frage vorher noch. Susi, du hast schon erwähnt, wo wir bei Dingen sind, die Leute zusammenbringen. Es war ja auch eine Theatercrew dabei. Ja. Fantasy, hier aus Erfurt. Mhm. Wie ist dazu gekommen? Wie war da die Zusammenarbeit? Und können wir da vielleicht noch gleich noch was sehen? Also der Christian Weiß, der ist Theaterpädagoge und macht schon seit vielen Jahren mit Fantasy zusammen Stücke. Und 2018 gab es auch schon im Rahmen der Interkulturellen Woche ein großes Theaterstück mit Fantasy und von Christian organisiert, als Regisseur inszeniert, genau. Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir das Projekt zusammen machen. Also dass es schwierig wird bei neun Gruppen, die es insgesamt sind, neun Länder repräsentieren die neuen Gruppen, auf einer Bühne dann einen Ablauf zu schaffen, der nicht störend für das Publikum ist. Und deshalb war ziemlich schnell klar, die Theatermenschen, die passen genau in die Mitte und machen den roten Faden. Dann, also quasi zwischen der Musik haben wir Szenen, die auch eine Interkulturalität bedeuten und darstellen. Und das passt quasi zu den jeweiligen Liedern. Und so kam das, dass wir das Projekt einfach zusammengestrickt haben, dass wir gesagt haben, uns ist wichtig, verschiedene Künste, verschiedene Lieder, verschiedene Länder, verschiedene Menschen, die alle Talente sind, die alle Künstler sind, darzustellen und zwar auf einer Bühne miteinander. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal so einen Clip an von Fantasy.
Ja, dann vielen Dank nochmal an Krishan für die wunderbare Organisation der Theatergruppe. Ich glaube, es hat auch allen im September sehr, sehr viel Spaß gemacht, Fantasy-Videos und auch live auf der Bühne zu sehen. Aber es ist ja noch mehr entstanden aus dem Projekt, deswegen sind wir ja eigentlich hier. Susi, vielleicht kannst uns erzählen, wie das passiert ist. Die ganzen Musiker waren so begeistert von der Sache, dass ihr euch alle zusammengefunden habt, um nochmal einen Song aufzunehmen. Und den wollen wir jetzt gleich noch zeigen. Und vielleicht kannst du sagen, wie ist das passiert? Welcher Song ist es und warum ist es gerade der? Genau, das ist eigentlich im Rahmen des ganzen Projektes passiert. Also dass von allen möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Frage kam, oh Mann, es wäre doch schön, ein Lied zusammen zu machen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Lieder, die da in Frage kommen. So We Are the World von Michael Jackson ist mir gleich eingefallen. Ist aber, also ich persönlich liebe Michael Jackson, aber es ist schon so oft benutzt worden, dass wir dachten, wir nehmen jetzt mal was anderes und wollen halt auch die Vielfalt, die wir im Projekt haben, in dem Lied darstellen. Sowohl mit Instrumenten als auch mit Stimmen und Sprachen. Weil wir hatten so viele verschiedene Länder. Ich glaube, insgesamt waren es 15 verschiedene Länder, die im Projekt vertreten waren. Und natürlich haben wir jetzt nicht alle zusammengekriegt, auch Corona-bedingt, aber wir haben es geschafft, uns für Imagine zu treffen, vor allen Dingen im Tonstudio das Lied aufzunehmen. Das war oft schwierig, weil das nacheinander passieren musste. Und haben aber gedacht, wir haben Imagine genommen, weil die Grundaussage nicht nur fürs Projekt und die Teilnehmerinnen, sondern auch für unser Erfurt, für vielleicht auch Thüringen super wichtig ist. Also stell dir eine Stadt, ein Land vor, in der alle Menschen im Frieden und zusammenleben können, ohne dass es irgendwie Diskriminierung, Rassismus etc. gibt. So, das ist für uns halt und gerade für Thüringen und Erfurt super wichtig gewesen. Deshalb ist es Imagine geworden. Ja, ein schönes Lied ja auch. Und diese Vielfalt, die du ansprichst, manchmal geht die ja ein bisschen unter in Erfurt und man nimmt sie nicht so richtig wahr und dann ist es schön, wenn es so ein bisschen nach vorne gebracht wird. Also Yogi, ihr habt ja dafür Imagine übersetzt in eure Sprache. Ihr seid nicht die Einzige, es wurden mehrere Übersetzungen gemacht. Also wir hören jetzt gleich eine mehrsprachige Version von Imagine. Vielleicht könnt ihr ganz kurz noch sagen, bevor wir dann den Clip sehen, wie war das, einen Text von John Lennon zu übersetzen? Kein Druck, macht euch keinen Stress so, ne? Ja, es gibt keine Version in der lettischen Sprache von Imagine. Zumindest konnte ich nichts finden und auch das Internet und meine Freunde auf Facebook konnten mir nicht helfen. Also habe ich das selber übersetzt und man musste dann Wörter finden, die, also es gibt nicht immer die gleichen Wörter in allen Sprachen. Man muss irgendwas Passendes finden und damit auch die Bedeutung noch immer zum Vorschein kommt. Und das war eigentlich eine schöne Erfahrung und hat mir viel Spaß gemacht. Und ich denke, Imagine klingt auch schön auf Lettisch. Ja, das finde ich auch. Ich habe deine Stimme gehört und dann in Lettisch wirklich sehr schöne Übersetzung. Vielen Dank. Und bei uns, bei mir, es gab schon eine Version Imagine auf Indonesisch, aber das ist nicht so wirklich passend dazu für unser Programm. Und dann deswegen habe ich nochmal gedacht, vielleicht welcher Teil soll ich dann singen. Und dann diesen Teil werde ich dann übersetzen. Und dann habe ich schon in den Tonaufnahme oder in den Studio das Lied direkt übersetzen. Spontan übersetzt. Spontan Übersetzung. Und dann, weil Wenn wir zum Beispiel ein Programm Translate benutzen, Englisch, Indonesisch, das passt nicht dazu zum Lied. Genau, deswegen habe ich einfach ein bisschen kreativ machen und dann aber zumindest die Bedeutung von der Übersetzung ähnlich oder den Message oder den Nachricht von der Übersetzung noch gleich wie in Originalversion, genau. Das war auch Herausforderung für mich. Die Schwierigkeit von Übersetzung ist ja auch so ein bisschen Teil des Projektthemas, wenn man so will. Insofern finde ich es einen super Abschluss für das Projekt. Ich weiß, wie es noch weitergeht nächstes Jahr, aber fürs Erste. Ne? Susi, Yogi, Ilse, vielen Dank und dann viel Spaß mit Imagine. Thank you.
henne bo du vers det beso. Tu iedomāties viegli ir zem mums nekādas ēles. Virs mums viens vienīgs debesu jums. Un ja vien visi ļaudīs dzīvotu cik dienai šai. Trīja lūmā fiehdu Džerļib lūkēn cābālī تخيل عالم من دون حرب من دون كره بلا أحقاد تخيل لو الكل حواليك يقبلوك مثل ما أنت ممكن كون هنيا سارة بمينبي تعبيك Tak sendiri Ku yakin kau akan bersamaku Dan dunia akan jadi satu Imagina que no hay cielo Es fácil si lo intentas No hay infierno bajo nosotros y encima de nosotros solo cielo imagina la gente viviendo en paz puede que no sea el único como yo hay otros más There's no heaven. It's easy if you